Mann! Toll. Da pennt man, da kommt man an, und da wird schon wieder auf einem geballert. Um Regen in die Traufe, ja. Aber sowas von. Oh, lauf, Miller, nicht vor mir. Oh, das ist so. Ja, brenn, Arschloch, brenn. Oh, Junge. Baumfeld! Der Baum ist gefallen. Seid ihr Freunde? Nee. Ach, Kinder, ich mach das mal richtig. Auf Artyom-Style. Nein! Jetzt hängt! Metrofluch, ich hasse es. Nein! Mann, ey. Ein Auto versucht den Durchbruch. Benutzt die Granaten. Gebe Deckung. Stylisch. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Schieß auf die anderen, die sind nicht so wichtig. Die machen selten was. Ich weiß nicht so häufig, wie ich ihm schon auf die Rotzröhre geschossen habe, du. Mann, da dürfte doch gar nichts mehr sein. Der lebt immer noch. Na? Na? Endlich! Sag mal, könntet ihr endlich mal dafür sorgen, dass ich nicht angeschossen werde? Ja, ich weiß, so ein Eierschuss tut weh. Niki beschwert sich deswegen auch andauernd. Ich weiß nicht, ich halte volle Kanne drauf, aber nichts passiert. Ich laufe jetzt extra nicht nach vorne. Ich habe Angst, dass dann wieder der Fluch zuschlägt. Einer wenig. Gebe Deckung. Gibt's hier noch welche? Oh ja, da läuft einer. Erwischt beim Laufen. Muss ich mal nach vorne gehen, ey. Dann, dann, dann.
Seid ihr jetzt alle tot? Ich komme gleich zu euch. Ich muss erstmal looten. Mann. Boogeyman. Der hat voll den Bauchtick. Dankeschön. Weiß, war ein netter Schuss. War Glück. Immer aus dem Weg. Hallöchen, mein Freund. Ist alles meins. Kriegst nix. Gemacht. So viel Freude nur wegen Wasser. Obwohl ich sagen muss, dass ich den Geschmack von Rost am Morgen schon liebe. Denn du bist nicht normal. Sieg. Arme Säule. Hier, haben Sie hier einer. Ja, einer. Jui, jui, jui. Den haben wir es gezeigt. Ist noch irgendeiner? Ja, haben wir. Die Sache ist, dass ich irgendeinen hier vergessen habe. Und das hier war nur nö. Ein kleiner Gruß von meinem Ohr. Hier. Wie viele sind das denn? Er betet wenigstens schon mal zur Sonne. Regen in die Traufe, dicke fette Traufe. Jana. Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Jelmak, Krest, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser. Und macht die Tanks der Autos leer. Artyom, Damir, ihr übernehmt den wichtigsten Teil. Den Kesselwagen stehlen. Jawohl. Viel Glück, Leute. Also im Grunde genommen heißt es, ich soll alles machen. Wir brechen das Lager ab, Leute. Denk dran, deine Ausrüstung zu überprüfen, bevor du aufbrichst. Ja, ich werde mal die Ware definitiv überprüfen. Das habe ich bereits versucht. Keine Chance. Er nimmt Frauen als Bezahlung. Ist auch eine tolle Währung. Artyom, der Wagen steht neben der Aurora. Ja, dass der Wagen neben der Aurora steht, ist mir schon klar, aber... Hey, du Held! Ja? Hast du auf deine Süße aufgepasst? Ja, diese Wüste ist doch gar nicht so übel. Man kann hier tatsächlich leben. Vorausgesetzt natürlich, man hat Wasser. Es ist jetzt so viel besser. Ihr seid einfach großartig, Leute. Und ihr habt sogar eine neue Kämpferin mitgebracht. Hi, Artyom! Na, Duke, hast du überhaupt was gemacht? Jetzt wird alles gut. Nachdem wir jetzt Wasser haben, können wir nicht verlieren. Das habt ihr gut gemacht. Ja, wenn wir was können, dann können wir es richtig. Munition für Scharfschützengewehr. Nett. Oh, Betsy ist jetzt nicht so ganz dreckig. Auch alles sauer. Was haben wir hier? Schneckenmagazin. Ah. Montieren wir mal. Schnecken. Ach ja. Kurzlauf und Schalldämpfer. Echt, ey, also Betsy mit dem Schalldämpfer, das ist doch arschig. Ich muss rumsen. Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich glaube, es gab noch mal
Statt den Revolver eine andere als Scharfschützengewehr, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, eine konnte man noch. Nein, die war es nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Digi? Oder war das der Revolver, wo man wenigstens mit Charlie machen kann? Ich hole mich jetzt gleich hier dumm und dämlich. Ja, es ist nur der schwere Lauf. Taumler. I. Okay. Müssen wir beim Revolver bleiben. Weil auf Scharfschützengewehr will ich natürlich nicht verzichten. Du brauchst einen Knuddler? Wieso das denn? Kriegst einen Knuddler. Definitiv. Eigentlich kein Problem. So, so. Und so. Leute. Hashtag Liebe für Alisea. So, dann haben wir das, das, das. Fehlt uns ein. Hier könnten wir auch noch mal ein bisschen rein. So. Dich können wir wieder zerlegen. Weiß ich nur nicht, ob der Revolver die nimmt. Muss ich mal nachgucken. Kann ich ja sogar nicht nachgucken. Nee, nimmt er gar nicht. Kann ich die auch zerbröseln? Dann kann ich die Muni zerbröseln. So. Nee. Check. Bin ich hier wenigstens auch wieder voll? Ich hab so viel Wasser getrunken. Ach, Kinas. Sowas doch nie ohne Grund. Jetzt schwappt es in meinem Bauch rum. Trink auch was. Opa Yamak hat gesagt, du kannst jetzt trinken, so viel du willst. Und Tee kriegen wir auch. Wow, Nastja. Ja, krass. So, Waffen sind selber. Runter, da du geflügeltes Vieh. So, jetzt müssen wir zu dem, aber wir machen jetzt noch die anderen drei Fragezeichen. Okay, okay. So. Dann mal losgedüst. Bumm. Tapp mal, schnellsten mit dem Wagen los. Geht doch. Alle Mann zuhören. Der Baron ist verpisst dich. Oh, Mann. Also gut. Alle aus der zweiten Reserve. Am Bord vom. Take it easy, ganz ruhig. Ich glaube, die wollten nicht weiterreden. Oh, ihr kleinen dreckigen Mistviecher.
Erwischt. Wieder 100 Punkte. So, genau, jetzt müssen wir ja hier runterrutschen. Dude. Kann ich hier noch irgendwo pennen? Weil Anna ist ja jetzt nicht da. Anna hat ihr Snipergewehr hier liegen. Das ist ja what the fuck. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit hier. Ich muss dort hin. So.